Heute zeige ich euch unsere Mini-Mikrocontroller-Steuerung und wie man damit ein Lagerfeuer für den Modellbau aufbauen kann. Dafür benutzen wir die neue Software für Feuer und Flammen. Viel Spaß! Geliefert wird diese Platine, welche mit der gewünschten Software bestückt ist. Für die Bedienungsanleitung gibt es einen QR-Code, so dass ihr die Anleitung online runterladen könnt. Für den Einbau sind Lötkenntnisse erforderlich. Das Modul hat 16 Ausgänge, wovon 6 Stück analog sind, die anderen Ausgänge sind digital. Man muss nicht alle 16 Ausgänge belegen, ist aber theoretisch möglich. Die Software bietet mehrere Programme. Das Programm kann einfach über die Tasten ausgewählt werden. Drückt dazu einfach auf die Menütaste und zappt so lange mit der Programmtaste durch, bis das gewünschte Programm erscheint. Für unser Lagerfeuer schließe ich hier einen 12 Volt Gleichspannungstravo an. Dieses Modell bietet eine Möbelzulassung, darf also auf Holz montiert werden. Das Modul akzeptiert auch Wechselspannung. Für unser Lagerfeuer verwende ich 3 LEDs mit einem Durchmesser von 3 mm. Ich verwende die Lichtfarben Gelb, Orange und Rot. Die LEDs müssen mit Vorwiderständen versehen werden. Ich empfehle hier einen Wert von etwa 1,8 bis 4,7 Kiloohm. Die Steuerung muss mit der Stromversorgung verbunden werden. Dazu werden Kabel hier am Eingang angelötet. Bevor ihr die Kabel an die Platine lötet, könnt ihr die Lötpads mit einer ganz kleinen Menge Lötzinn verzinnen. Die fertigen Leuchtdioden inklusive der Widerstände löte ich direkt an die Ausgänge der Platine. Jetzt brauchen wir erst einmal Material für unser Lagerfeuer. Dazu machen wir einen kleinen Ausflug nach draußen mit dem Fahrrad. Was ich suche, sind diese kleinen Steine. Von diesen Basaltsteinen gibt es in meiner Heimat in Hessen jede Menge. Deshalb wurde das Material wohl auch gerne hier überall verbaut, wie zum Beispiel hier in unserer Kirche. Und weil der Stein so robust ist, wird er natürlich auch sehr gerne zum Sichern von Feuerstätten benutzt. Klar, das Material ist nahezu unverwüstlich. Und für unser Modell benutzen wir nachher genau die gleichen Steine. Der Bauabschnitt mit dem Lagerfeuer in meiner Anlage lässt sich einfach herausnehmen. So ließ sich die Technik relativ einfach einbauen. Den Zugang brauche ich, um an das K-System heranzukommen, falls das Postauto versehentlich in der Kehrschleife stecken bleibt. Ich zeige euch jetzt, wie ich das Lagerfeuer im Wald aufgebaut habe. Zunächst einmal bohre ich ein Loch in die Grundplatte. Die Leuchtdioden klebe ich einfach mit Heißkleber in die Öffnung. Da der Waldboden aus brauner Erde besteht, verpasse ich der Grundplatte erstmal einen passenden Anstrich. Die Steuerplatine schraube ich auf die Unterseite der Platte. Ich verwende dazu gerne Holzschrauben und Distanzhülsen.
Die Distanzhülsen sind wichtig. Zum einen verhindern sie, dass die Platine beim Anschrauben brechen kann und zum anderen halten sie das Ganze so ein bisschen auf Abstand. Falls sich Bauteile auf der Platine erwärmen, hat man hier noch einen Sicherheitsabstand zur Holzplatte. Der Fahrradausflug hat mir sehr gut getan und die eingesammelten Steine sollen jetzt den Ring für meine Feuerstätte bilden. Die Steine klebe ich einfach mit Heißkleber auf die Platte. Für den Waldboden klebe ich Streugut mit Holzleim auf die Platte. Die braune Acrylfarbe lasst ihr natürlich vorher gut trocknen. Vielleicht kann man hier und da noch einen Büschel Gras aufsetzen. Sobald der Kleber ausgehärtet ist, kann man die Oberfläche noch absaugen, um lose Teile zu entfernen. Für das Holz von meinem Lagerfeuer verwende ich einfach Streichhölzer, die ich mit einem Feuerzeug etwas angesenkt habe. Die kleinen Hölzer klebe ich ebenfalls auf. So, jetzt wollen wir natürlich sehen, wie das Ganze aussieht und nehmen die Steuerung in Betrieb. Das gefällt mir hier eigentlich schon ziemlich gut, so wie das aussieht. Auf Wunsch lässt sich die Geschwindigkeit vom Feuer noch justieren. Dazu benutzt bitte einen kleinen Abgleichstift. Damit ist dieses Projekt abgeschlossen. Wenn ihr noch Vorschläge für die Software habt oder vielleicht eine Idee für eine ganz andere Software, dann lasst es mich bitte in den Kommentaren wissen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Video. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.